So, Leute, Servus, willkommen zu Metro Simulator 2. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwieriges Video, weil ich wollte eigentlich, wie ich jetzt die letzten aufgezogen habe, ein bisschen Material aufnehmen, dann dazu quatschen, die einzelnen Aspekte angehen. Allerdings stürzt das Spiel nach einer gewissen Zeit ab. Ständig. Aber es stürzt nicht nur ab, es schaltet den ganzen PC aus. Und ich habe es ausprobiert, es ist wirklich, sobald ich das Spiel circa 30 Minuten laufen lasse, schaltet sich der ganze PC ab. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Ich habe es mit anderen Spielen versucht, da gab es diesen Fehler nicht. Ich weiß nicht, wieso dieses Spiel meinen Rechner ausschaltet. Was da für ein Zusammenhang besteht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich so halt leider nicht wirklich aufnehmen, weil wenn der PC sich abschaltet während der Aufnahme, dann habe ich halt, naja, leider fehlerhafte Dateien, deswegen muss ich jetzt nochmal alles aufnehmen. Ich mache es im Schnelldurchlauf, einen kleinen Teil des Tutorials, weil das ist eigentlich auch das Großteil des Spiels. Es ist halt ein Simulator für eine Metro. Er ist für mich unglaublich kompliziert. Ich mag Simulatoren zum gewissen Grad. Das hier ist halt einer, der, würde ich jetzt einfach mit meiner nicht vorhandenen Expertise sagen, der ist sehr realistisch aufgebaut. Und ja, das ist mir ein bisschen zu trocken. Aber es gibt Leute, denen gefällt sowas. Jedem seins. Es muss auch solche Spiele geben. Er ist sehr detailliert aufgebaut. Also es ist keiner dieser Trash-Simulatoren, soweit ich das erkennen kann. Ich zeige euch einfach jetzt mal einen kleinen Teil eines Szenarios. Das ist das Einsteiger-Szenario. Ich lasse es aber nur so lange laufen, bis wir losfahren, beziehungsweise an der Station sind zum Bremsen. Weil ab dann wird es ein bisschen schwierig. Und seid mir bitte auch nicht böse, ich habe da oben die Texte jetzt ein paar Mal vorgelesen. Ich mache es nicht nochmal. Also, ihr könnt euch mit der Maustaste umschauen. Ihr könnt mit der Tastatur, ich zeige es mal, seht ihr links hier diesen Hebel? Hier. Mit der Tastatur könnt ihr auch ein bisschen was steuern. Mit dem Mausrad natürlich könnt ihr zoomen. Wir sind hier auf einer alten, also ein, ja, einer alt-sowjetischen Bahnlinie, einem alten sowjetischen Zug. Deswegen steht hier auch auf Russisch. Das Spiel könnt ihr in verschiedene Sprachen stellen. Ich habe jetzt Deutsch eingestellt für die Texte. Die Beschriftung bleibt natürlich in der entsprechenden Sprache. Jetzt im Tutorial wird es mir halt nicht angezeigt, nur da, wo ich es brauche. Ihr seht, hier sind, da steht auch die deutsche Übersetzung, damit ihr wisst, wo was ist. Und auch Bahndurchsagen sind in der jeweiligen Sprache und auf Englisch, soweit ich es bis jetzt sehen konnte. Ob es noch eine andere Sprachausgabe gibt, weiß ich nicht. So, ich muss die jetzt erstmal hier umlegen. Ich kann jetzt hier ein bisschen für mich die Kabinenbeleuchtung einschalten. Dann ist es ein bisschen angenehmer. Genau. So, der Richtungswender müssen wir jetzt noch einstellen. Also ihr seht, es ist, was das angeht, sehr detailliert gemacht. Die Lichter geben mir ja auch Geschwindigkeitsinformationen an. Das ist jetzt noch, bevor es digitale Sachen gibt. Also ich muss hier die Gleise auswählen. Hier sehe ich die Stationen. Also ihr habt ein bisschen was zu tun. So, jetzt muss ich hier mit der Tastatur wieder was machen. So. Also das Tutorial erklärt es einem wirklich gut, muss ich sagen. Das Einzige, was mich im Tutorial ein bisschen stört, da ist eine Szene, wo ich dann, drück jetzt die in die Taste, dann verlangsamst du, aber das Spiel läuft in der Zeit weiter und ich fahre halt dadurch eine Station. Das ist dann halt ein bisschen störend. So. Da sehe ich jetzt, ah ja, die Stationen fahre ich jetzt durch. Da ist jetzt das Ansagesystem. So. Jetzt schaltet es hier um. Ich kann jetzt hier mit den Geschwindigkeiten ein bisschen. So. Also ihr seht, es ist sehr detailliert dargestellt. Für mich ist es nichts. So, ich darf jetzt nicht zu schnell fahren. Ich muss hier in dem grünen Bereich bleiben, der erlaubt ist.
So, jetzt steigen die Leute ein. Ich krieg Punkte dafür. Wenn ich Fehler mache, kriege ich halt Punktabzüge. So. Und das Problem ist hier in dem Szenario, stürze ich ab, sobald ich da vorne durchfahre. Allerdings lerne ich jetzt hier noch ein paar Sachen, die ich in dem anderen Szenario mühsam rausfriemeln musste. Also, ich kann es leider jetzt nicht weitermachen. Das war's dann auch mit diesem Testvideo. Ich hoffe, es ist für euch trotzdem interessant gewesen. Ich habe jetzt nicht gesehen, also ich habe Let's Plays gesehen. Andere Leute spielen das. Es muss an irgendwas liegen, dass irgendwas, was ich am PC habe, keine Ahnung, oder sonst irgendwie was in diesem Szenario, dass es mir halt den PC ausschaltet. Ich weiß es nicht. Naja, ich finde es schade, weil ich hätte dem Simulator jetzt gerne Chance gegeben. Trotzdem vielen Dank an den Entwickler für die Bereitstellung des Keys. Da der Fehler ja nicht überall auftritt, scheinbar jetzt aus irgendeinem Grund bei mir halt ist, kann ich halt jetzt nicht sagen, holt euch das Spiel oder holt es euch nicht. Wenn ihr an sowas Interesse habt, das ist ja das Schöne an Steam, holt es euch. Und wenn ihr den Bug habt, könnt ihr es ja innerhalb der ersten 2 Stunden noch zurückgeben. Also, ihr könnt es auf jeden Fall ausprobieren und wenn ihr dann merkt, es ist nichts, gebt es zurück oder schreibt den Entwickler an, hört mal, so und so ist das, da muss man was machen. Nun ja, das war's dann auch mit diesem Testvideo. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich werde es beim nächsten Mal wieder wie gewohnt machen. Mit Gameplay und dann hier dies, jenes, bla bla blub. Ja, schauen wir jetzt einfach mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann und ciao.